So, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst vs. Duell. In der letzten Folge haben wir uns Kabuto und nochmal Kabuto angeguckt. Nämlich die beiden Varianten von Kabuto im Ninja-Weltkrieg. Und jetzt schauen wir uns nochmal Kabuto an. Aber davor muss ich noch was richtig stellen, worauf mich netterweise ein Zuschauer aufmerksam gemacht hat, nämlich von und zu Geist. Dankeschön dafür. Ich war mir ja letztens nicht sicher, wie Kabuto an seinen Eremitenmodus gekommen ist. Aber jetzt, wo ich es weiß, ist es natürlich auch logisch. Ich habe es einfach nicht mehr im Kopf gehabt, weil es schon wieder so lange her ist, dass ich das gesehen habe. Kabuto hat wie Naruto auch bei einem Eremiten quasi trainiert, bei einem so Eremitentier. Naruto hat ja die Frösche, Tsunade hat ja die Schnecke und Orochimaru hat halt die Schlange und die stärkste Schlange ist halt einfach ein Drache. Deswegen ist Kabuto, Kabutos Tier quasi ein Drache. Also er hat genauso wie Naruto trainiert, bloß bei dem Schlangen-Eremiten quasi. Genau. Deswegen ist Kabuto auch ein Eremit. So viel dazu. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den normalen Kabuto an. Und Yaguya. So. Für Kabuto müssen wir natürlich in Orochimarus Versteck. Oder gehen in das Tsunagakure-Tor. Das wäre natürlich auch eine Option. Ja, heben wir uns Orochimaru für Orochimarus Versteck auch für Orochimaru auf. So, was kann Kabuto? Er ist, glaube ich, ganz witzig, aber ich finde ihn jetzt eher unscheinbar unter allen Charakteren, die Naruto zu bieten hat. Ja, jetzt stress mich nicht. Das waren... Boah, du stressiger Bastard. Das waren jetzt die Chakra-Shuriken. Das ist die Steuerung gewesen. Nicht die Steuerung. Genau, das hier war jetzt quasi der Stick und B. Dankeschön, Blockbrecher. Wunderschön. Dann die Abwärtskombi. Ja gut, ich muss mich halt hier jetzt verprügeln lassen. Ich habe natürlich klugerweise schon alles rausgehauen, was ich besitze. An Leben. So, Abwärtskombi. Das war die Abwärtskombi. So, dann die Seitwärtskombi. Kabuto kämpft hier mit diesen Chakra-Skalpellen, wie man sehr schön sieht. So, nochmal. Oh. So, dann laden wir nochmal kurz und dann komm her. Komm. Aufwärtskombi. Ja, Scam hat mich angeschrieben, wie er schon prophezeit hat. Und ja, Scam, es war ein sehr toller Zeitpunkt, sag mal. Yaguya, bitte nerv mich nicht. Oh, uncool. Gut, jetzt möchten wir es einfach so schnell wie möglich beenden. If you lose, you'll have no dreams left. Nothing. Don't you understand? Ja, den müssen wir nochmal zeigen, den Gesellen. Dann wollen wir doch mal. Ja, wiederholen. So. Wir müssen noch was zeigen. Also. Das ist nochmal kurz. Ach, das war kurz das Jutsu übrigens, was ihr aus Versehen schon aktiviert habt. Das ist dieses Chakra-Skalpell. Das ist eigentlich sogar ziemlich stylisch, finde ich. Oh, du. Penetranter. Piss dich. So. Also, das Jutsu. So. Drehen wir nochmal kurz weg. Wir müssen natürlich noch eine Luftkombi machen. Das ist schon ein bisschen nervig, was du hier machst, ne? Was ist dir bewusst? Hä?
Sag mal, wie krass kann der das denn machen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh. So, das ist auf jeden Fall die Luftkombi, aber was war das denn gerade für eine krasse Kombi? Das war immer richtig ungewöhnlich. Na gut. Dann bringen wir ihn mal um. Ja. Das war Kabutos Jutsu. Ganz lustig, aber jetzt nicht irgendwie so krass OP, dass ich jetzt sagen würde, oh, der macht mir unglaublich viel Spaß. Weil so toll ist er jetzt auch nicht, aber ist ganz witzig. So, zurück zur Charakterauswahl. Denn wir haben natürlich noch einen zu zeigen, der umso mehr Spaß macht, meiner Meinung nach. Einfach weil er so ein geiles Movement hat. Nämlich Orochimaru. Den gibt es auch wieder mit verschiedenen Outfits. Nämlich einmal normal und einmal im Sannin-Outfit, wie schon Jiraiya und Tsunade auch. Wir spielen den natürlich normal. Und zwar gegen Pain. So. Gut, wunderbar. Dann gehen wir in Orochimarus Versteck, wie schon angekündigt. Wo ist es? Da ist. So, dann wollen wir mal schauen. Also, Chakra-Shuriken ganz normal. Das macht er, wenn man den Stick und B drückt, dann springt er und geht mit dem Schwert durch einen durch. Und ihr seht schon, der hat so ein geiles Movement, das ist unglaublich. Dann hätten wir hier noch einen Blockbrecher. Ah, nicht ganz. Kriege ich natürlich jetzt wieder ewig nicht kaputt, ne? Egal, dann gucken wir uns ein bisschen das Movement an. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Ihr seht schon, er bewegt sich sehr fancy. Er ist halt einfach echt eine coole Schlange. Ah ja, jetzt haben wir wieder. Gut, sehr schön. Der Blockbrecher, sehr gut. So, und jetzt geht's los mit den coolen Sachen. Ah, wenn wir vielleicht nach vorne gehen statt rückwärts. So, dann schauen wir mal. More Pain. Bitte nicht schlagen. So, Abwärtskombi. Das ist so cool. Die Seitwärtskombi, war das schon. Oh. Du penetranter, nerviger. Oh, Mann. Okay, Aufwärtskombi. Klein, aber fein. Und die Luftkombi, wenn wir sie noch gezeigt bekommen. Ja, ah, nein. Aber vielleicht jetzt. Oh, nein. Muss er sich immer raus-TPen? Das macht mich schon ein bisschen traurig. So. Luftkombi, dankeschön. So, war ja nur noch das. Dann das Jutsu. Das ist diese Schlange, die mal mehr und mal weniger trifft. Aber eigentlich ist sie ganz cool. Ja, und sie trifft mehrmals. Das ist auch noch ganz sinnvoll zu erwähnen. Also komplette Schlange zu blocken wäre recht schwierig tatsächlich. Aber gut, dann schauen wir mal, dass wir es zu Ende bringen, weil ich habe Angst, dass ich hier sterbe. Ich würde halt gerne noch den Schaden von der Schlange zeigen, aber ich glaube, das wird fast ein bisschen schwierig. Shit. Nein! Oh, Mann! Was soll das denn? Gut. Ja, gut. Klatschen wir ihn mal kurz. Hä?
Hä? Warum funktioniert denn der Randsprint nicht mehr? Na jetzt. Aber toll. Oh, Pain ist so eklig. Warum nehme ich mir denn immer die Gegner? Kannst du mal fünfmal nachdenken, bevor du irgendwas machst? Oh, er kann halt nur Jutsu spammen. Ich glaube, der einzige Schaden, den ich von ihm genommen habe, war nur sein Jutsu. Und das ist schrecklich. Ja, jetzt haben wir ihn gut getroffen. So viel Schaden kann das Jutsu maximal machen. So. Jo. Das war Orochimarus Jutsu. Ich finde, es ist fast ein bisschen unspektakulär für so einen krassen Champ, aber kann man nichts machen. Ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich denke, dass da werden wir die meisten mir zustimmen. Er hat einfach was für sich. Also er ist auf jeden Fall eine coole Sau. So mit diesem Schlangenmoves. Ich finde, das fasziniert mich. So, auf jeden Fall war's das von Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Versus Duel. Wir werden in der nächsten Folge vermutlich ein Special vorbereiten. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht dauert das Special wahrscheinlich auch wieder, so wie immer, 3 Jahre. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Versus Duel. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.